ich gefunden habe. Ja. Ich gehe gleich Elefanten reiten. Oder einen. Ja, aber ich komme mit hier und ich komme mit und wir wollen mal schauen, wie das so geht. Wir sind hier in Tierpark Ströhn, ströhn.de. Und, Ist Vatertag. Vatertag, 21. Mal im Jahr, nee, 21. Mai. Nicht 21. Mai, sondern 21. Mai im Tierpark Ströhn. Ne, da, wo es Tiger gibt und Geparden und Elefanten und Nyalas und Kraniche und Gänse. Und auch so ein Weißhand Gibbon. Und dann hatten wir noch so ein Tapir. Und ja, ist einfach schön hier. Ja, Heiner, ich finde das sehr schön, dass du heute hier bist. Ja, ich auch. 50-jährigen Bestehen. 50? Und mir kommt das schon viel kürzer vor, seitdem du hier bist. Ja. Das sieht man dir ja gar nicht an, dass du schon 50 Jahre hier auf dem Hof bist. Und aktiv, nicht? Wir befinden uns heute hier wieder im Tierpark Ströhn. Wir waren ja schon mal hier. Und 50 Jahre ist also der Tierpark Ströhn. Und was erwartet denn die Gäste, die jetzt hier reinströmen nach Ströhn? Viele Tiere, viel Spaß, viel erleben, Natur ganz nah, Tiere ganz nah zum Anfassen, Elefanten reiten, Geparden streicheln, 250 Pferde. Ja, also hinter mir im Hintergrund, da sind jetzt die Elefanten, das sind die grauen, die großen Tiere. Die kleinen, das sind Menschen. Und die, ja, jetzt sieht man es ganz gut, da stehen sie langsam auf, nicht? Und auch, wir werden gleich versuchen, darauf zu reiten dann auch mal, wenn es klappt. Ganz große Tiere, sind afrikanische Elefanten auch. Auch. Ja, Matta und Heinrich gehen jetzt auf den Elefant, versuchen zumindest, das ist das erste Mal, dass ich auf einen Elefant reite. Ich weiß nicht, du schon mal, Matta? Ja, damals. Das ist schon ein bisschen her, aber das hatte ich schon. Als die in deinem Gemüsebeet waren? Ja, wie die den Hirschplatz machten, ne? Da bin ich hinterher und dann leuchtet auch. Aber ist schon ein bisschen her. Seitdem haben wir auch keine Elefanten mehr. Das ist schon alles zu gewesen. Ja, und hier, die sind auch größer. Also ich weiß auch nicht, unserer sah auch irgendwie anders aus. Ne? Ja, der war mehr auch so braun und was, ne? Der kam ja auch aus dem Maulwurfshügel direkt raus. Also der hat sich ja durchgeführt. Ja, das muss ein anderer sein. Ja. Aber der konnte auch mehrere Gangarten. Passgang, Kreuzgang und Hüpfen. Da hast du doch auch noch so schön gestrickt für den. Ja, hinterher hatte ich irgendwann geschoren, ein bisschen Jacke draus gemacht und so. Ja. Danach hatte ich Filzen angefangen, als Hobby. Filzen, ne? Das ist ja auch meditatives, ne? Elefantenrad. Ach so, ja. Ne? Die haben sie allgemeines. Ja. Und wir machen ja, wir haben den Extrakursus, meditatives Elefantenrad. Da muss man auch eingestimmt sein. Da haben wir vorher auch schon gesungen, so immer. Und dann machen wir das. Ja. Die haben ja auch Ultraschall, die Elefanten. Ja, die können in Infraschall können Infra, die hören. Nicht Ultra, Infra. Nicht Infrarot, nein. Infraschall. Ja. Und deshalb muss man auch leise sein. Die können Gekreische nicht ab. Und deshalb kreischen wir auch gleich gar nicht. Ist ja auch keine Achterbahn, ist ja ein Elefant. Ja. Ja, das war's erstmal. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt gehen wir einen Schritt höher, glaube ich. Hier drauf fest. Einfach hier drauf. Dankeschön. Oh, meine extra Hand. Ohne Schuhe. Elefant mit der Bewusstsein. Den Rocco. Ich hab den Rocco. Oh, wie unzüchtig. Die Knie sind. Die sehen wie ein Flubelgirl. Die letzten Worte, es ist sehr schön hier. Ich geh mal von meinem Griff hier. So kannst du Popo wieder runter machen. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und Matta schmiegt sich gleich an mich und mal sehen, ob wir dann noch weiterkommen. Hier, jetzt halte ich mich mal an. Der presst sein Ohr an mein Bein. Es wird warm unterm Ohr hier. Hier, Herr, ist das ein Herr oder eine Dame Elefant? Dame Elefant, vielen Dank, dass wir hier mal mit Kariba. Kannst du den einen halben Meter nach Ja, wie Karibuni. Weil mein Knöchel ist zwischen Bein und Elefant. Oh. Olli, wo ist denn der Olli? Nur wenn es geht, wenn es keine Umstände macht. Nee, also mir macht es nichts, also den Knöchel vielleicht. Ja, jetzt lieber hier Zeit. Dankeschön. Oh, jetzt geht's los, glaube ich. Das ist mir jetzt so spannend, Heinrich. Ich muss ihn was sagen. Ich habe mich an die Haare.
Das war unglaublich, das muss man unbedingt mal gemacht haben. Hier im Tierpark Schröden kann man das sogar. Und zwar für wenig Geld. Ne? Es kostet 4 Euro, glaube ich. Ne? Also das ist genial. Das kann man die ganze Zeit jetzt sagen, pass auf, da gehen wir hin. Tierpark Schröden. Ne? Und auch solche größeren kann man damit. Ne? Das ist wunderschön hier. Wie heißen die drei Elefanten nochmal? Hast du dich mal gedacht, ne? Kariba, Zambesi und Makombe. Und Makombe. Kariba, Zambesi und Makombe. Wir waren auf Kariba. Und Herr Olli und Herr, wie heißt der junge Mann? Gerd. Und Herr Gerd haben uns hier super durchgeführt. Vielen Dank, ne? Vielen Dank, Herr Olli. Und hier, Marc, Matta, hier auch noch. Die Verabredung. Die Verabredung jetzt. Die Verabredung. Wir gehen jetzt die Singen wieder aus. Oh, jetzt oder? Jetzt hier. Also, wir haben noch eine heimliche Verabredung. Ich sag das mal gerade. Marta, willst du auch noch mal Worte sagen? Ich sag da nichts zu, das ist privat. Ja, vielen herzlichen Dank für alle, die uns geholfen haben. Hier ist auch noch, wie heißt du nochmal? Marietta hat uns auch geholfen. Ganz toll war das hier. Meine Schuhe habe ich auch wieder. Nicht? Ja. Tanz um. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen um. Matta ist schon ganz aufgelöst. Da kam plötzlich Wind unter den Kittel. Und dann wusste sie nun gar nicht, wo sie hinschauen soll. Und Gerd hat ihr dann noch so ein unzüchtiges Angebot gemacht. Ne? Matta, willst du für die Kamera noch was sagen, wie es dir gefallen hat? Also das war wunderbar. Die Elefantendame Frau Kariba also hat das wunderbar gemacht. Also es war also sozusagen aromatisch. Und also da war alles drin, Temperatur und Gefühl. Und also ich bin ohne Worte fast. Es war toll hier, danke. Wer mehr Informationen haben möchte über den Tierpark Schröden, tierparkschröden.de. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr heute da wart. Das war ein toller Tag. Ja. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Wunderbar. Ja. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Kommt einfach nochmal rein. Tierpark Schröden, Nils Isma. Jo! Oh. Wir dürfen jetzt hier aber sprechen, nicht am Bauch, sondern eher am Kopf. Bei dieser Kamera ein bisschen lauter sprechen. Ach so.